Verspielt! Hallo liebe Brettspielfreunde, willkommen bei Verspielt. Heute möchte ich euch Azul, die Erweiterung für das erste Azul, das gläserne Mosaik, vorstellen. Was ist enthalten? Im Prinzip sind vier Tableaus enthalten mit je zwei unterschiedlichen Seiten, die neue Herausforderungen bieten. Und auch Overlays sind enthalten. Das Originalspiel, nehme ich mal an, kennt jeder. Spiel des Jahres war in aller Munde. Jetzt zeige ich euch ganz kurz, was eben die Tableaus bieten. Wir sehen uns gleich wieder. Hier seht ihr jetzt eine der beiden Seiten des neuen Spielbrettes, das in der Erweiterung das gläserne Mosaik für Azul enthalten ist. Was ist anders an dieser Seite? Es sind 5 Fliesen vorgegeben, wo eben die entsprechende Farbe platziert werden muss. Und auch hier gibt es bei diesen Bonuswertungen am Ende unterschiedliche Punkte. Man bekommt 10 Punkte pro Spalte, 3 Punkte pro Reihe und 12 Punkte, wenn man alle 5 Fliesen einer Farbe verbaut hat. Beim Grundspiel sind das ja nur 2 Punkte für die Reihe, 7 Punkte für die Spalte und 10 Punkte für die 5 Farben oder die 5 Fliesen einer Farbe. Ansonsten ist im Prinzip nicht viel Unterschied zu der Seite, wo eben nichts vorgegeben ist. Die ist ja im Grundspiel enthalten. Die zweite Seite, die auf der Rückseite dieses Tableaus ist, ist etwas interessanter, denn hier gibt es mal 2 Punkte, wenn man die entsprechende Fliese auf diesem Feld platziert. Und da kommt es schon zu spannenderen Wertungen, weil man sich ja diese 5 Flächen aufheben will. Die Bonuspunkte am Ende sind wieder wie im Original. Außerdem haben sich auch die Werte für Fliesen, die man nicht mehr anbauen kann, die man hier ablegen muss, haben sich die Werte geändert. Es ist nicht mehr ganz so streng im Vergleich zum Originaltableau, wenn man das vergleicht. Dem Original ist minus 1, minus 1, minus 2, minus 2 und beim neuen Tableau ist minus 1, 0, minus 1, minus 2. Also das ist hier etwas entschärft. Das ist auch auf der Rückseite, also auf beiden neuen Seiten des Tableaus der Fall. Und was auch noch viermal enthalten ist, sind diese Overlays aus Plastik, die man eben darüber platzieren kann. Sie helfen einfach dabei, dass die Fliesen, die man platziert, nicht verrutschen. Jetzt hat Sarah das Sackerl zugebunden. Dann bekomme ich es nicht auf, obwohl sie sich eigentlich immer aufregt, wenn ich was zubind. Also ihr seht schon, die passen dann genau in diese Ausbuchtungen, Aussparungen und sie halten sehr gut. Allerdings, das Material selbst ist jetzt nicht wirklich sehr dick. Und was ich vielleicht auch noch herzeigen möchte, ist, dass der Wertungsstein, da ist leider keine Trennung zwischen diesen beiden Feldern. Das heißt, er kann einfach hin und her rutschen. Hier hätte ich mir schon gewünscht, dass das irgendwie fest ist. Weil nach jeweils 2 Punkten ist dann eine Trennung vorhanden, aber zwischen den einzelnen Punkten gibt es die leider nicht. Okay, das war schon soweit, was sich eben bei dieser Erweiterung ändert. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich hoffe, ihr habt einen kurzen Einblick bekommen, was jetzt Neues dazukommt. Im Prinzip verändert diese Erweiterung nichts an dem Grundspiel, alle Regeln bleiben gleich. Lediglich beim Platzieren der Fliesen gibt es eben Unterschiede bzw. zusätzliche Punkte, wenn diese doppelt gewertet werden. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn eine Erweiterung nichts von einem Grundspiel ändert, so muss man eigentlich keine neuen Regeln lernen. Das geniale Azul-Prinzip bleibt gleich und es bietet einfach ein bisschen mehr Varianz. Was ich mir gewünscht hätte, wäre vielleicht ein etwas stabileres Overlay. Ich meine, bei Sarah ist es zumindest so, wenn sie das Spiel gespielt hat, sie gesagt, sie will das Overlay gar nicht haben, weil sie stört dieses Overlay, sie ist kein Fan davon. Mich stört eigentlich nur, dass diese Punktewertungsmarke immer hin und her wandert und bei 2 Punkten eben nicht irgendwie auch noch getrennt ist.
Das sind vielleicht kleinere Mängel, wenn man, Mängel meine ich natürlich, wenn man vielleicht Kinder hat, wo es schon mal vorkommen kann, dass irgendwie der Tisch umgestoßen oder touchiert wird, dann ist es sicherlich sinnvoll. Ansonsten braucht man es eigentlich nicht unbedingt. Die eine Seite, wo die fünf Fliesen vorgegeben sind an bestimmten Positionen, ist ja eine nette Abwechslung. Besser gefallen hat mir die Variante mit den mal zwei, denn hier kommt wirklich irgendwie noch eine Taktik dazu. Man will nicht zu früh diese Fliesen sammeln, da man sich diese mal zwei Wertung aufheben will, bis eben schon sehr viele Fliesen angrenzend liegen und man so eben mehr Punkte bekommt. Also diese Seite ist eigentlich sehr gut gelungen, meiner Meinung nach, und macht auch Spaß. Allerdings wird mein abschließendes Fazit ist so, wer jetzt nicht allzu viel und nicht zu oft Azul spielt, der kann zufrieden sein mit Azul, dem ganz normalen Grundspiel. Wer das wirklich ausgiebig spielt und nach neuen Herausforderungen sucht, der sollte sich diese doch preisgünstige Erweiterung, sie kostet ungefähr 12 Euro so circa, kann sich diese Erweiterung zulegen. Sie macht nichts falsch und wenn ihr eben Abwechslung wollt, dann macht ihr mit dieser Erweiterung auch nichts falsch. Eine Punktewertung erspare ich mir hier. Azul selbst, wir haben zwar nur das dritte reviewed, allerdings haben wir damals auch gemeint, dass es sicherlich gleich gut ist mit dem ersten Azul, vielleicht sogar einen Ticken besser. Mir gefällt Azul nach wie vor. Die Erweiterung ist eine nette Ergänzung. Und ich hoffe, dieser Einblick hat euch jetzt geholfen, dass ihr eine Kaufentscheidung trefft oder es für euch irgendwie absehbar ist, ob diese Erweiterung von euch benötigt wird oder nicht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Liked uns, abonniert uns und bis dann. Ciao.